Nicolas Scherak, der Datenschutz- und Verfassungssprecher der NIOS. Ich habe in einer Pressekonferenz gesagt, wer bei 99% Erfolg das Glas nur halb leer sieht, der ist bösartig. Jetzt würde ich für mich einmal den Anspruch nehmen, dass ich nicht bösartig bin. Ich würde es aber umkehren und Ihnen entgegnen, wer bei dem, was er hier vorlegt, glaubt, dass es ein 99%iger Erfolg ist, der ist entweder ein bisschen naiv oder zu lange schon in der Bundesregierung. Und ich kann Ihnen das anhand von ein paar Beispielen, die der Kollege Stefan auch schon angeschnitten hat, auch aufzeigen. Überlegen Sie, in der Gemeinde X leben Herr und Frau Müller, in der Gemeinde X wird eine Veranstaltungshalle gebaut und die Familie interessiert sich dafür, was denn der Umbau gekostet hat, was dieser Bau gekostet hat, der Veranstaltungshalle. Die Gemeinde X ist leider eine Gemeinde, die bei der Volkszählung 2021 unter 5000 Einwohnern hat. Mittlerweile hat sie über 5000 Einwohner, das ist aber irrelevant. Es geht darum, was 2021 bei der Volkszählung gewesen ist. Unter 5000 Einwohner, die Gemeinde muss nicht proaktiv veröffentlichen, was das Bauvorhaben gekostet hat. Und im Übrigen ist diese Regelung, und das wissen Sie ja genau, dass Gemeinden unter 5000 Einwohner nicht proaktiv veröffentlichen müssen, ja nur deswegen zulässig, weil sie es in Verfassungsrang gehoben haben. Das heißt, sie wissen natürlich, dass es sachlich vollkommen ungerechtfertigt gewesen wäre, hier eine normale Bestimmung zu machen. Allein deswegen ist es einigermaßen schwierig. Der Kollege Stefan hat gesagt, es handelt sich um 40% der österreichischen Bevölkerung, die in Gemeinden leben und in denen in Zukunft keine proaktive Veröffentlichungspflicht gilt. Herr und Frau Müller sind immer noch interessiert, haben diese Information nicht proaktiv von der Gemeinde bekommen und sind deswegen zur Gemeinde gegangen und haben die Möglichkeit anzufragen, haben das Recht auf Information, gehen dorthin, fragen nach und ihnen wird die Auskunft verweigert. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind Herr und Frau Müller ausgezeichnete Juristen, kennen sich ausgezeichnet aus, wissen, dass sie, wenn ihnen die Auskunft verweigert wird, sie bei der Gemeinde nachfragen müssen, dass sie einen Bescheid bekommen, in dem drinsteht, dass ihnen die Auskunft verweigert wird. Dann haben sie die Möglichkeit, mit diesem Bescheid zu Gericht zu gehen, zum Verwaltungsgericht und dagegen anzukämpfen. Die viel realistischere Sache wird sein, Herr und Frau Müller kriegen die Antwort von der Gemeinde, nein, diese Information liefern wir nicht. Und sie wissen gar nicht, dass sie einen Bescheid brauchen, um ihn bekämpfen zu können. Sie kriegen auch automatisch keinen Bescheid, sie kriegen auch dementsprechend keine Rechtsmittelbelehrung. Das heißt, sie bleiben im Unklaren und kriegen diese Information höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, was Sie etablieren, ist eine Zweiklassengesellschaft von einerseits Menschen, die in Gemeinden unter 5000 Einwohnern wohnen und Menschen, die in Gemeinden über 5000 Einwohnern wohnen. Und Sie etablieren eine Zweiklassengesellschaft von Menschen, die sich juristisch gut auskennen und jenen, die das nicht tun. Und jetzt könnte man meinen, man kann diesem Problem Abhilfe schaffen und man erfindet eine Stelle, die sagt, ich unterstütze die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Ich helfe ihnen dabei, wenn sie Informationen bekommen wollen, einen sogenannten Informationsfreiheitsbeauftragten. Der unterstützt die Bürgerinnen und Bürger. Eine jahrelange Forderung der Grünen im Übrigen, das einzurichten, nur sie tun es nicht. Neben den Gemeinden unter 5000 Einwohner, die nicht proaktiv veröffentlichen müssen, sind übrigens auch Landtage von dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht ausgenommen. Gänzlich ausgenommen und nur gegenüber ihren Mitgliedern verantwortlich sind die Kammern. Also Sie wissen, Arbeiterkammer sitzt auf Millionenhöhe an Zwangsbeiträgen in der Rücklage, die Wirtschaftskammer Milliardenhöhe. Die sind nur ihren Mitgliedern Rechenschaft schuldig und sie müssen nicht allen Menschen in Österreich auch entsprechend Rechenschaft geben. Ich halte das für grundsätzlich falsch. Und jetzt könnte man sagen, man geht hier den ersten Schritt und man schaut, ob ein Gesetz praktikabel ist und macht dann Verbesserungsvorschläge, evaluiert es und ändert es dann. Und das Problem ist, auch das haben Sie nicht vor, weil Sie zementieren mit Ihrer Ewigkeitsklausel, die festlegt, dass bei einer Änderung, bei einer Novellierung dieses Gesetzes wieder alle neuen Bundesländer zustimmen müssen, zementieren Sie das, was Sie hier vorlegen, auf die nächsten 100 Jahre wieder ein und es wird nicht besser werden. Und jetzt könnte man meinen, trotz all dieser schon aufgezählten Schwachstellen, naja, es ist trotzdem gut, aber nicht einmal das ist der Fall, Herr Vizekanzler. Sie höhlen das gesamte Gesetz mit einer einzigen Regelung komplett aus. Durch jedes einfache Bundes- oder Landesgesetz, das eigene Informationszugangsregelungen vorsieht, vielleicht auch restriktivere, wird das Informationsfreiheitsgesetz nicht anwendbar, weil es einen Anwendungsnachrang hat. Und jetzt werden profunde Verfassungsjuristen sagen, selbstverständlich, auch diese einfachen Gesetze müssen sich an dem Verfassungsgesetz orientieren. Und das ist ja vollkommen richtig. Das Problem ist nur, was ist denn mit verfassungswidrigen Gesetzen, die
in Geltung sind. Sie sind so lange in Geltung, bis sie jemand bekämpft. Das heißt, jeder einfache Bürger, der aufgrund eines verfassungswidrigen Gesetzes keine Information bekommt, muss selbst zum Verfassungsgerichtshof gehen und dieses Recht einklagen. Ich glaube, man sollte als selbstbewusstes Parlament und als Parlament, das eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern mehr Informationen zur Verfügung stellen will, solche Wege nicht gehen und sie quasi zum Verfassungsgerichtshof schicken, sondern man soll von selbst eine Regelung schaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, dass sie Informationen auch bekommen. Alles in allem, das, was Sie hier vorschlagen, wird von Ihnen Informationsfreiheitsgesetz genannt. Nur wenn man etwas Informationsfreiheitsgesetz nennt, heißt das noch lange nicht, dass alle Menschen in Österreich auch wirklich Informationsfreiheit bekommen werden. Und das ist leider das traurige Ergebnis eines sehr schwachen Kompromisses, den Sie hier heute vorlegen. Ein sehr schwacher Kompromiss sei das Informationsfreiheitsgesetz, so Nikolaus Scherak, der Verfassungssprecher der NEOS. Er kritisiert, wie bereits Harald Stephan von der FPÖ, dass es keine proaktive Veröffentlichungspflicht von Gemeinden unter 5000 Einwohner gibt.